Ich bin der Herbert Kendler, ich bin der Geschäftsführer bei Thilo. Ich bin eigentlich am Land aufgewachsen, bin durch Segeln noch umhergekommen und habe den internationalen Wettbewerb kennengelernt. Bin dann in die Ausbildung gegangen zum Studieren und bin nachher wieder aufs Land zum Arbeiten und 5 Jahre bei Thilo. Ja, es ist das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen und mit den Mitarbeitern durch Höhen und Tiefen zu gehen und schauen, dass wir das Unternehmen in eine gute Marktposition haben. Dass ich hoffentlich bodenständig bin und dass ich teilweise sehr viel verlangt bin. Dass er das tut, was man von ihm erwartet. Und das geht in viele Richtungen, aber wichtig ist, dass er dieses Lebensgefühl in einem Raum unterstützt und dass man sich gut fühlt. Ein Thilo-Boden, das ist der markante Eiche-Karamell. Das war eine lange Diskussion mit meiner Frau und auf den haben wir uns nachher geeinigt. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ein sehr familiäres Umfeld. Also die Thilo-Familie, das zeichnet Thilo aus. Ich glaube, wenn man das einmal geschafft hat, dass man da dabei ist, nachher wird man auch nicht so schnell fallen lassen. Zufriedene Mitarbeiter. Ich glaube, da steckt das Beste drin, was wir haben. Und das ist von der Oberfläche, von dem Soft gehobelt mit der Phasen, das ist von der Farbe der Natur pur, die was es eigentlich sonst nie gibt und das, was eigentlich genau zu uns passt. Weil Unternehmensführung kein Honiglecken ist. Mit den guten Händen unserer Mitarbeiter.